Brutal zusammengeschlagen und mit einer grünen Substanz übergossen, wurde diese russische Investigativjournalistin. Als die Tschetschenien-Expertin Elena Milaschina in die russische Kaukasusrepublik reiste, um dort über den Ausgang eines Prozesses zu berichten, wurden sie und ihr Anwalt auf dem Weg vom Flughafen nach Grozny von bewaffneten Männern überfallen. Sie zogen den Taxifahrer aus dem Auto, drückten unsere Köpfe nach unten und versuchten, meine Hände auf dem Rücken zu fesseln. Es sah aus, als hätten sie meinem Begleiter Sascha eine Stichverletzung zugefügt, denn er blutete. Sie fuhren ein Stück und das Auto ging aus. Sie konnten den Wagen nicht wieder starten. Also zogen sie uns in einen Graben und fingen an, uns zu verprügeln. Milaschina und ihr Anwalt wollten in Grozny an der Urteilsverkündung gegen die Frau eines ehemaligen russischen Richters teilnehmen, der sich zum Gegner von Tschetscheniens Machthaber Ramzan Kadyrov gemacht hat. Nach dem brutalen Überfall wurde Milaschina in ein Krankenhaus in Grozny gebracht. Die Angreifer sagten zu meinem Anwalt, du beschützt hier viel zu viele, geh und verteidige sie zu Hause. Hier brauchst du niemanden zu verteidigen. Ich habe das gehört und das war beängstigend, denn sie wollten, dass er seinen Arm vom Gesicht nimmt, damit sie ihn mit den Füßen härter treffen konnten. Die preisgekrönte Investigativjournalistin Milaschina, hier rechts im Bild mit US-Präsident Joe Biden, hatte jahrelang für die russische Zeitung Novaya Gazeta über schwere Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtet. Anfang des vergangenen Jahres musste sie nach Angaben ihrer Zeitung nach Drohungen Kadyrovs, der sie als Terroristin bezeichnete, Russland kurzzeitig verlassen.